Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2, unserer Guild Wars 2 Woche, Part 3. Wir sind im dritten Teil diese Woche und ja, heute ist mein Geburtstag. Nicht jetzt zur Zeit, wo ich aufnehme, aber an dem Tag, wo das Video rauskommt. Ich hoffe, bisher gefällt euch die Reihe. Wir haben ein bisschen Story schon gemacht. Wir haben im letzten Part die Hunde bellen gerade vom Nachbarn, haben Geschichte gemacht, die Story weitergespielt und wir haben letztens die Karte erkundet, und zwar das Wüstenhochland. Super, super schöne Karte. Wir haben erst so Wüste, Kalkatorik, wo hier unterwegs war, und dann hier sogar den Schneebereich, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, wir haben jetzt der Weg nach vorn. Wir müssen zum einen mit einem Speer in Illon Flussland reden, aber wir haben auch optional, dass wir mit Zamba, wie heißt der Herr? Wo steht's? Zalambur. Sprechen, das machen wir jetzt einmal ganz flott und gucken mal, was er zu bequatschen hat. Ja. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, ihr und eure Freunde hättet eine Pilgerreise in die Nebel gemacht. Ja. Ich bin erfreut und ein wenig überrascht, dass ihr die Reise überlebt habt. Was kann ich für euch tun? Wir durchsuchen die Wüste nach etwas. Ihr habt Glück. Etwas habe ich in Hülle und Fülle. Das dürft ihr gern durchstöbern. Okay. Jetzt kommt der Teil, wo ihr eure Aussage präzisiert und mir sagt, was ihr tatsächlich sucht. Was wisst ihr über die Flusslande? Gibt es irgendwelche Besonderheiten, von denen ich erfahren sollte? Naja, um diese Gegend ranken sich eine Menge Geschichten. Die Art Geschichten, die Schatzjäger anlocken. Ja. Gelegentlich schaute einer auf dem Weg nach Süden im großen Sahil-Casino vorbei. Mit Augen, die vor Visionen von Gold und Ruhm leuchteten. Haben Sie etwas gefunden? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Aber vielleicht kenne ich jemanden, der es weiß. Einen Gelehrten der Abtei Dormant, der dort draußen stationiert ist. Er heißt Glock. Wenn irgendwer euch den richtigen Weg weisen kann, dann er. Viel Glück. Okay. Glock, okay. So, ich weiß, dass wir genau hier hin müssen, weil da kommen wir durch den Durchgang. So, wir müssen hier einmal entlang. Ich würde sagen, wir können mit dem Rollikäfer ein bisschen durch die Gegend düsen. Denn das Elon-Flussland ist einigermaßen flach, finde ich. Da ist unser Durchgang. Da ist unser Durchgang. Willkommen in den Elon-Flusslande. Kartengebiet Nummer 3. Also, wo fange ich jetzt an? Vielleicht ja, kann mir wenn man das, die Kristalloase nicht als zwei Gebiete sieht, sondern als eines, haben wir Elon Flusslande und hier noch das Ödland. Genau, da haben wir das jetzt. Wir müssen mit dem Speer reden. Ihr Hillöchen. Die Jünger des Aufstiegs suchen ja fortwährend nach verschiedenen Methoden, den Aufstieg zu erlangen. Herzchen Jüngers haben wir hier. Sohn und sein Golem sammeln Glyphen der Vergessenen. Herzchen. In der Hoffnung, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Okay. Die Jüngerin Dawnwyn versucht, den Fels der noch ein Herzchen von den Gebrandmarkten zu säubern, um ihre Legende voranzubringen. Und Jünger Adisa hält Ausschau nach Splittern des Vlast, die Jünger Lucius Ambossklinge zu Waffen verarbeiten kann. In Schatten der Weissagung sind noch einige weitere Tyrianer, die des Aufstiegs wegen gekommen sind. Östlich von hier liegt das erste Lager, wo ihr auf Jünger treffen werdet, die schon vor den Tyrianern hier waren. Weit im Süden sind Flüchtlinge aus Jokos Reich. Sie wissen vielleicht von anderen Orten der Kraft. Okay, wir haben schon super viel angezeigt bekommen und haben jetzt hier auch Scheins Herzchen. Okay, es könnte sein, dass ich doch nochmal eine Karte erkunden müsste, aber ich bin ganz ehrlich, mir macht das nichts aus, die Herzchen nochmal machen zu müssen, weil wir wollen ja nur eine. Guck mal, hier ist eine vergessene Säule. Ah, das gehört bestimmt zum Herzchen. Geh weg. Geh weg, du Staubwilde. So, da haben wir eine Sprechblase. Okay, schauen wir mal. Ja. Hättet ihr kurz Zeit? Ihr wirkt nicht sonderlich beschäftigt. Ich benötige eure Unterstützung. Okay. Seid ihr nicht der Paktkommandeur? Ja, was für der bin Vergnügen, ich. Vergnügen euch zu treffen. Sohn, so heiße ich. Bin ein großer Verehrer dessen, was ihr tut. Ah, kann ich euch okay irgendwie helfen? Ich gern suche einen Kollegen von euch namens Glock. Man sagte mir, er habe Informationen, die ich brauche. Oh nein, ist er schon wieder verschwunden?
Ich glaube, er ist der zerstreuteste Asura, den ich kenne. Hier, ich markiere ihn euch auf der Karte. Ah, okay. Ich hoffe, das bringt euch an euer Ziel. Okay, dann machen wir uns mal ein Sternchen hin. Okay, da ist was. Der. Ich verehre euch sehr, dass okay. ihr mir bloß nicht da draußen im Ödland sterbt. Danke. Bisschen creepy. Okay, wo müssen wir als nächstes hin? Wir haben hier zum Herz hin und dann hier zu unserem guten Kumpan. Ich würde sagen, wir machen einfach so eine Rundreise. Und... Oh nee, ich wollte... Nee, diese blöde Sandmilbe. Lass mich doch in Ruhe. Aufgeladen. So, wir dürfen jetzt hier lang fahren. Oh, guck mal, da ist schon ein erstes von Kalkatorik. Wo ist unser Herzchen? Da ist unser Herzchen. Ich durchsuche die Flusslande nach etwas. Einem Ort etwas. Von besonderer Bedeutung, der möglicherweise mit Vlas zu tun hat. Wisst ihr da was? Tut mir leid. Ich bin gerade erst angekommen, also weiß ich überhaupt nicht, wovon ihr da redet. Klingen tut es allerdings interessant. Na, wenigstens etwas. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier. Die Nadel wird eingefädelt. Ich glaube, wir müssen nach oben, oder? Hallo, Leutchen. Ah, da. Da ist er. Da! Wagt es ja nie wieder, euch so anzuschleichen. An einem Ort wie diesem lässt der man sieht aus wie Gorik. Ich bin viel gefährlicher, als ich aussehe, wisst ihr? Okay. Tut mir leid. Dieser Ort macht mich etwas nervös. Nächstes Mal habe ich eine Glocke dabei. Ihr gehört zur Abtei, nicht wahr? Ich brauche Informationen. Worüber? Ich durchsuche die Wüste nach... etwas. Ich brauche schon mehr. Nach einem Ort von besonderer Bedeutung. Der möglicherweise etwas mit dem Drachen Vlas zu tun hat. Viele Anhaltspunkte habt ihr ja nicht, was? Dieses Land ist reichlich geschichtsträchtig. Es könnte also jede Menge... Wartet. Sagtet ihr Vlas? Ja. Fällt euch dazu etwas ein? Nun ja, seit meiner Ankunft hier habe ich hier und da etwas gehört von einer uralten verlorenen Stadt irgendwo in den Flusslanden. Soll das Zentrum der Aktivitäten der Vergessenen gewesen sein... Und zumindest vor dem Untergang. Angeblich wurde Vlas dort geboren. Ihr sucht also einen... Wie habt ihr das genannt? Ort von besonderer Bedeutung? Mhm. Die verlorene Stadt wäre sicherlich so einer. Klingt, als hätte ich einen Experten vor mir. Irgendeine Ahnung, wo ich sie finde? Keine Ahnung. Daher sagte ich ja, hier und da etwas gehört. Alles, was ich über das Thema weiß, sind Gerüchte und Spekulationen. Hört euch in der Elona-Flusslande nach eine weiteren verschollene Informationen Stadt. Über. Das muss es sein, wonach wir suchen. Ich ja. erkundige mich lieber mal bei den Einheimischen. Das ist eine gute Idee. Okay, wir haben jetzt wieder beim Herzchen was bekommen. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt erstmal hier kurz in die Richtung. Weil da war auch die Sehenswürdigkeit... Und da wurde uns ja was markiert. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Verlorene Stadt? Da fällt mir auf die Schnelle nichts ein. Aber ich bin jetzt auch nicht direkt eine Expertin. Ihr solltet Niala fragen. Sie ist in dem Zelt gleich da drüben und kümmert sich um die Kinder. Okay, Niala. Wir haben hier hinter dem Zelt jemanden. Doch vor dem Zelt, okay. Im Zelt eher gesagt. Da. Hallo, ihr seid neu. Seid ihr eine Reisende? Kommt ihr aus Zentraltyria? Hier kommen schon andere Reisende von dort vorbei, wenn auch nicht viele. Erlebt ihr viele Abenteuer? Ich bin aus Zentraltyria. Der einzigste Ort, von dem ich gehört habe, ist Löwenstein. Dort wollen manche Fahnenflüchtlinge leben. Wie ist es dort? Könnt ihr mir Geschichten davon erzählen oder gibt es sonst etwas? Das zweite Löwenstein war ein Handels, der große Handels mit vielen Festen. Wir bezwangen den Drachen Zartan über der Asche von Ohr. Wir haben Mortomots besiegt, aber die Paktpforte ist abgestürzt. Das
Svatlyschnot war eine Handelsstadt der Piraten bis gerade. Mit was geben wir denn jetzt so ein bisschen an? Es ist ein großes, lebhaftes Handelszentrum mit vielen Festen. Das klingt wunderbar. Ich wäre noch nicht in Amnun. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine derartig große Stadt aussieht. Dort gibt es ein Flugzeug. Es gibt ein Tor zum Schutz von Karaka. Der Hafen ist wirklich beeindruckend. Ich habe noch nie einen Hafen gesehen. Amnun hat ein Flugzeug. Gibt es dort auch. Außerdem gibt es ein Tor zum Schutz von Karaka. Flugplatz vielleicht. Okay. Seid gegrüßt, Wanderin. Kommt ihr, um uns in unserem Streben nach dem Aufstieg zu begleiten? Vielleicht später. Im Moment brauche ich Informationen. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Was ist mit der vergessenen Stadt? Die Vergessenen waren wirklich interessant. Sie haben sich um Vlast gekümmert. Von Geburt an. Klingt, als hätte ich einen Experten vor mir. Irgendeine Ahnung, wo ich sie finde? Was ist mit den Leuten am Fluss? Glaubst du, die wissen was? Oh, ja. Geht und fragt die Leute am Fluss. Ihr findet sie südlich von hier am Flussufer. Ja. Ah, hier sie unten. Werden mehr über die Geschichte wissen. Okay, neben unserem Riesenkreis. Okay, haben wir hier noch Sprechblasen? Ja, wir haben hier hinten noch eine Sprechblase. Aufgeladen. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Ich weiß nur von einer verlorenen Stadt, in der wurde Vlast geboren. Ah, der wurde da geboren. Stadt. Der Legende nach hat die Wüste sie zurückerobert. Ja. Wisst ihr vielleicht, wo sie liegen soll? Nicht genau. Aber ich bin vor gar nicht langer Zeit ein paar Abenteurern begegnet, die sie suchten. Okay. Wir porten uns jetzt einmal zur Wegmarke hoch. Hier haben wir jemanden. Ah, ein Neuankömmling. Wollt ihr den Jüngern des Aufstiegs helfen? Wir könnten ein paar Hände wie eure gebrauchen. Vielleicht später. Im Moment brauche ich Informationen. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Verlorene Stadt? Ich könnte schwören, dass die Einheimischen so etwas erwähnt haben. Dort soll Vlast geboren sein. Okay, also sie kennen ihn alle zumindest schon mal. Jünger Adisa weiß vielleicht mehr. Jünger Lisa. Flynn. Wo ist das? Wo ist der Jünger? Ist das das Herzchen? Ja, unser Herzchen. Ihr da, habt ihr unterwegs irgendwelche glitzernden Schuppen gesehen? Ich sammle Splitter des Vlast von den Gebrandmarkten. Ich fürchte nicht, aber ich hätte eine Frage an euch. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Verlorene Stadt? Nur Gerüchte. Es soll irgendwo in der Region mal eine prächtige Stadt gegeben haben. Vlasts Geburtsort. Okay. Wisst ihr vielleicht, wo sie liegen soll? Ich fürchte nein. Aber die Leute im Lager westlich von hier wissen vielleicht mehr. Ihr da, habt ihr unterwegs irgendwelche glitzernden Schuppen gesehen? Ich sammle Splitter des Vlast von den Gebrandmarkten. Okay, jetzt hat er wieder von neuem angefangen. Okay, mal kurz gucken. Im Lager. So, wir haben jetzt hier unten unsere zwei Kreise. Ich würde sagen, wir fahren von der Wegmarke aus runter. Klingt doch gut. Juhu, guck doch mal, wie schön diese Karte ist, oder? Wunderschön. Okay, wir müssen uns ein bisschen hier rechts halten. Hier in der Karte müsste man aufpassen. Wir haben hier viel Treibsand. Und da stirbt man rucki-zucki. Hallo. Wollt ihr etwas, Wanderin? Ja. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Nur aus Geschichten. Angeblich soll Vlast dort geboren sein, aber sie ist schon lange nicht mehr da. Was ist mit der Stadt passiert? Es war Jokus Schuld. Als er den Fluss umleitete, um diese Region zu beanspruchen, hatte das verheerende Folgen für die ganze Wüste. An diesen Stellen mit Treibsand ist er schuld. Und auch am Untergang der Stadt, sagt zumindest die Legende. Okay. Okay. Oh nein, das ist nicht annähernd genug.
Ich würde sagen, ah, guck mal, da ist noch jemand, der hat noch eine Sprechblase auf dem Kopf. Verzeihung, ich brauche Informationen. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Verlorene Stadt? Wie kann man denn eine Stadt verlieren? Ich meine, ich bin vergesslich. Ich habe schon alles Mögliche verloren. Aber eine Stadt? Bitte, beantwortet doch einfach die Frage. Einmal habe ich mein Lieblingstagebuch verloren, habe überall danach gesucht. Gefunden habe ich es nie. Aber wisst ihr, was ich gefunden habe? Bitte sagt, eine verlorene Stadt. Jede linke Socke, die ich jemals verlegt hatte. Ich schwöre, wenn etwas nicht am letzten Ort ist, wo man suchen würde, ist es... Naja, woanders. Fantastisch. Ich muss jetzt gehen. Okay. Aber wir haben hier scheint's immer noch Sprechblasen. Aufgeladen. Wir gehen mal in die Luft, vielleicht sehen wir da ein bisschen besser was. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen erstmal zur Wegmarke, dass wir die auf jeden Fall haben. Hier haben wir keine Sprechblase. Da auch nicht. Vielleicht hier hinten irgendwo noch. Beim Herzchenhändler. Okay, beim Herzchenhändler. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Eine verlorene Stadt? Ich habe hier und da was reden hören. Vergiftet. Meist von fantasierenden Schatzjägern, die hier vorbeikamen. Wisst ihr vielleicht, wo sie liegen soll? Nicht genau. Aber draußen in der Wüste soll eine große Ruine unter dem Sand begraben sein. Viele haben danach gesucht, aber so viel ich weiß, hat sie noch niemand tatsächlich gefunden. Danke für diese Information. Alles Gute. Jetzt habe ich ein Knuddelminchen bei mir. Oh, pass auf, dass nicht umfällt. Geh du auf der Heizkiese, du Hexe. Los jetzt. Ah, da hinten, würde ich sagen. Aufgeladen. Verzeihung, kennt ihr zufällig die älteste Muriel? Ich bin den Flusslanden auf der Suche nach etwas Wichtigem. Ich durchkämme das Gebiet schon seit einiger Zeit nach Informationen. Besuch hat sie sehr gern. Aber ihr solltet etwas wissen. Muriel ist sehr alt und ihre Antworten sind nicht immer eindeutig. Bitte habt Geduld mit ihr und versucht laut zu sprechen. Sie hört nicht mehr so gut. Ah, okay. Ah, da daneben dran, okay. Ah, und wer seid ihr? Ich kenne euer Gesicht nicht, aber es gefällt mir. Oh, danke. Verzeiht bitte die Störung, aber ich hatte gehofft, dass ich euch etwas fragen könnte. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Eine Stadt, die vollkommen verschlungen wurde, von der Wüste selbst. Kesho. Ja. Kesho? Kesho. Ist das der Name der Stadt? Stadt? Nein, eine Stätte der Geburt. Kesho. Wo sich die Vergessenen abmühten. Wo Vlas das Licht der Welt erblickte. Wo Glint uns ihr Vermächtnis hinterließ. Ah, okay. Ich muss Kesho finden, älteste Muriel. Könnt ihr mir sagen, wo das ist? Ein schrecklicher Weg durch schreckliches Land. Oh. Jenseits der sinkenden Dünen. Verstehe. Der sinkenden Dünen. Danke. Kesho. Vlas Geburtsort. Ja. Jetzt muss ich nur noch fündig werden. Okay, wir haben... Oh, okay, wir haben ganz schön viele Steinchen gekriegt. Ach Gott. Wir dürfen genau wieder an die Stellen zurück, wo wir schon waren. Ja gut, ich würde sagen, wir fangen hier an und arbeiten uns dann wieder nach oben durch. Also diese Folge ist eher mehr geschichtslastig, aber es gehört dazu. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm wie damals bei Lebendige Welt Staffel 2, wo wir bei dieser Ministerversammlung waren. Ich werde das bereuen. Aber ich habe noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Ihr meint... Oh, wartet mal. Kesho. Ich weiß, von wem ihr sprecht. Nein, sicher? Kesho ist ein Ort. Ich habe ihn bei einem Crew-Kennenlernfest vor ein paar Jahren getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Etwas klein geraten, ja?
redet laut, stinkt nach Lösungsmittel. Bitte, sprecht nicht weiter. Und ihr lacht? So geil. Was Übleres habe ich noch nie gehört. Danke. Ich gehe jetzt. Warum habe ich bloß gedacht, dass es diesmal anders laufen würde? Merkt ihr die Verzweiflung aus der Stimme so ein bisschen? Okay, wir haben hier aber immer noch die Kreise. Ich vermute stark, dass wir die Herzchen wieder anquatschen müssen. Verzeihung, ich hätte noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho. Ah ja, so hieß sie. Vlasts Geburtsstadt. Von der Wüste verschlungen. So sagt die Legende. Wisst ihr vielleicht, wo sie liegen soll? Falls sie existiert, dann da draußen. Im Ödland hinter dem Treibsand. Ein gefährlicher Ort, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Falls ihr vorhabt, euch hinzubegeben, solltet ihr in dem Schweberochenlager westlich von hier vorbeischauen. Dort werden Abenteuren schon seit Jahren Schweberochen verkauft. Das ist gut zu wissen. Dann müssen ja viele Schatzjäger hier vorbeikommen. Sehr viele. Alle auf der Suche nach den Schätzen der verlorenen Stadt. Und meines Wissens ist noch niemand zurückgekommen. Wäre klug, das im Hinterkopf zu behalten, Fremde. Wenn ihr euch dorthin aufmacht, nehmt auf jeden Fall euren Schweberochen mit. Okay. Ihr seht mir recht wehrhaft aus, aber die Wüste schluckt diejenigen, die nicht wachsam sind. Merkt euch das. Okay, auf jeden Fall müssen wir unseren Schweberochen mitnehmen. Ah, guckt mal, das hat sich jetzt erübrigt mit den anderen. Okay, wir kommen in ein unbetretenes Terrain. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach, statt mit dem Rolli die Gegend zu fliegen. Die Karte ist auch wieder wunderschön, finde ich. So dieses Wüstige und dann doch so grün bei. Also es ist wirklich wunderschön. Wir haben hier auch Greifennester. Heißt, man kann sich hier den Greif auch ausleihen. Hier ist ein Greifenhorst hier oben. Zack. Auch Abenteuer haben wir hier. Viele Abenteuer, die mit dem Greif zu tun haben. So, da geht's weiter. Und da haben wir die erste Stelle, wo wir Treibsand haben. Und hier kann man sich den Rochen dann ausleihen. Also den Schweberochen natürlich. Wie bekommen wir die Schweberochen wieder in ihre Pferche? Indem man das Herzchen macht und sich den dann freikauft. Versucht bitte, ihn einzufangen. Okay. So. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Ist einige Zeit her, seit mich das letzte Mal jemand nach Kesho gefragt hat. Wie kommt ihr denn auf diesen Namen? War nicht leicht, das sage ich euch. Was könnt ihr mir darüber erzählen? Ihr seid anders als die anderen. Vielleicht seid ihr hinter etwas anderem her als Reichtum und Ruhm. Falls Kesho tatsächlich existiert, findet ihr es nordwestlich von hier. Die Wüste hat es sich geholt. Wenn ihr in diese Richtung geht, solltet ihr euren Schweberochen mitnehmen. Sonst wird sich die Wüste auch euch holen. Okay. Wir schauen einmal. Ah, okay, hier oben dann. Okay. Wir werden da hingehen. Also bisher, Treibsand war jetzt nicht so viel. Kann sich natürlich noch ändern. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wo wir dahin kommen. So. Grünes Kreischen erreicht. Und hier wie haben wir. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Keine Ahnung. Wir werden nach Osten müssen. Hoffentlich suchen wir eine verschollene Stadt, um nicht auf Kesho zu stoßen. Was die Geschmiedeten haben uns zumindest am. Kesho. Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Was ist nur aus dem Abenteurer geworden, den wir letztes Jahr trafen? Hat er nicht nach irgendeiner verlorenen Stadt gesucht? Oh ja, stimmt. So war es. Er nun, wer war das? Stein und Beine, er habe eine legendäre verschollene Stadt gefunden. Er bat uns mitzukommen und versprach uns einen Anteil am Schatz. Was ist aus ihm geworden? Wo ist er hin? Seht ihr die Spalte da im Norden? Er wagte sich in die Höhlen darunter. Ich sehe nichts. Und seither haben wir ihn nicht wieder gesehen. Ist jemand mit ihm gegangen? Bei all den Gebrandmarkten in dem Gebiet? So dumm sind wir wohl kaum. Schade, dass der Abenteurer es wohl war. Okay, findet die Spalte
die zum Eingang von Keto führt. Okay. Ist das die hier? Aufgeladen. Ah, guckt mal, wie cool. Okay, jetzt brauchen wir tatsächlich unseren Schweberohren hier unten. Ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Guckt euch das mal an. Vergessene Trümmer. Wie schön ist das denn bitte? Wow. Wow, ist das schön. Wahnsinn. Statuen von Vergessenen. Und sie scheinen diese Grube zu bewachen. Ob das wohl der Ort ist? Wie cool. Wunderschön. Okay, jetzt war da so ein blödes Ding. Okay, aber ich würde sagen, die Instanz betreten wir dann auf jeden Fall im nächsten Mal wieder. Das wird sonst zu viel für heute. Wir machen heute mal ein bisschen kürzer, aber wenn wir jetzt noch 2 Minuten hätten laut Food, dann ist aber die halbe Stunde schon rum. Ja, ich hoffe soweit, dass es dir gefallen hat. Wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch und würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn es dir gefallen hat, dass du ein Like und einen Kommentar gerne da lässt. Und wenn du ganz neu bist, lass gerne ein Abo da und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Und ja, ich freue mich dann, wenn wir uns in Teil 4 wiedersehen, morgen. Da werden wir dann die Instanz betreten und mal gucken, ob wir Keisho wirklich finden. Ich kann mich beim besten Willen aktuell nicht dran erinnern, wie, wo, was war. Freue mich aber sehr, dich dann beim nächsten Mal wieder willkommen heißen zu dürfen. Bis dann. Ciao, ciao.